Wenn auch Sie vor Weihnachten noch unbedingt einen neuen Fernseher brauchen, im aktuellen Dezemberheft nimmt Test 24 LCD-Geräte unter die Lupe. Im Speziallabor beurteilen geschulte Probanden 12 Geräte mit 80 cm, 7 mit 94 cm und 5 Geräte mit 102 bis 107 cm Diagonale. Das Testergebnis insgesamt: Fast die Hälfte der geprüften Fernseher, nämlich 11 Geräte, haben gut abgeschnitten und nur ein einziges war ausreichend. Die übrigen waren dann im Mittelfeld befriedigend. Kein Zweifel, die Flachbildfernseher haben ihre Kinderkrankheiten überwunden. Hochaufgelöste Fernsehbilder, das sogenannte HDTV, stellen die meisten Geräte gut dar. Bei anderen Signalen ist das unterschiedlich. Nur der Testsieger überzeugte durchgängig. Das 80 cm Gerät von Philips hat tatsächlich über fast alle Bildquellen eine gleichmäßig gute Qualität. Bei den allermeisten Fernsehern ist es eher so, dass die Bildqualität stark variiert, je nachdem, welche Quelle man benutzt. Der Einkaufstipp: Wer sich einen neuen, schicken, schwarzen gönnen will, sollte sich vorher genau überlegen, welche Bildquellen er zu Hause empfängt oder in Zukunft sehen möchte. Analoge oder digitale, in Standard- oder Hochauflösung. Zum Beispiel haben fast alle Geräte, die wir im Test haben, einen eingebauten DVB-T-Tuner, aber nur 7 davon haben darüber dann tatsächlich auch ein gutes Bild. Also unbedingt verschiedene Bildquellen an den Geräten ausprobieren. Ein weiterer Tipp: Einfach die Lieblings-DVD oder Blu-ray von zu Hause mitnehmen und im Laden ansehen. Dann hat man einen guten Vergleich. Gewaltig sind die Preisunterschiede bei den Fernsehern. Die Spanne reicht von 400 bis weit über 2000 Euro. Doch wie viel muss man wirklich ausgeben? Die besten Geräte im Test sind relativ teure Geräte von Löwe und Philips, die also 1000 bis sogar weit über 2000 Euro kosten. Aber es sind auch 3 Geräte von Sony im Test, die ebenfalls insgesamt gut abgeschnitten haben und die schon zwischen 500 und 800 Euro kosten. Die Tendenz geht zu den großen Flachen. Man zeigt halt Größe. Wichtig dabei: Jede verlangt einen anderen Betrachtungsabstand. Als Faustregel gilt: Bilddiagonale mal 3. Bei hochaufgelösten Bildern darf es auch weniger sein. Und wer nicht allein fernsieht, sollte zudem an den Betrachtungswinkel denken. Traditionell haben LCD-Fernseher die Schwäche, dass, wenn man seitlich drauf schaut, der Kontrast abnimmt und die Farben flauer werden. Da hat sich allerdings in den letzten Jahren sehr viel getan in der technischen Entwicklung. Trotzdem, wer häufiger in einer größeren Runde fernsieht, sollte auf jeden Fall darauf achten, dass er ein Gerät mit einem großen Betrachtungswinkel kauft. Viele wollen nur die maximale Bildauflösung. Die Tester fanden aber heraus: Wirklich nötig ist Full HD nicht immer. Geräte, die das Full-HD-Logo tragen, zeigen damit an, dass sie eine besonders hohe physikalische Auflösung haben. Diese sehr hohe Auflösung macht aber eigentlich nur bei sehr großen Fernsehern ab einer Bildschirmdiagonale von 1 Meter oder größer Sinn. Bei den kleineren Geräten erkennt man den Unterschied eigentlich kaum. Übrigens, nicht vergessen sollte man beim Blick auf die ganzen Bilder die Bedienung und Handhabung der Geräte. Auch hier gilt: Vorher ausprobieren, damit es hinterher keinen Ärger gibt. Dann klappt's auch mit dem neuen Fernseher zu Weihnachten. Ich hab doch gesagt, es wird ein besonderer Abend. Wunderbar. Was für ein Bild? Ausführliche Informationen zum Test gibt es in der Dezemberausgabe von Test und im Internet unter www.test.de/fernseher.